Sehnsuchtsort Südsee. Tahiti und seine Inseln. Die Marquesas-Inseln. Vulkanischen Ursprungs, mit zerklüftetem Landesinnern und steil abfallenden Küsten. Nur in den Flussmündungen können die Menschen siedeln. Viele sind es nicht. Die 14 Inseln zählen gerade mal 9000 Einwohner. Keine Inselgruppe ist so weit von einem Kontinent entfernt wie der Marquesas-Archipel, der zu Französisch-Polynesien gehört. Die zweitgrößte Insel ist Hivaoa, ein Sehnsuchtsort. Das alle 4 Jahre stattfindende Tanz-, Musik- und Kulturfestival ist ein wichtiger Magnet, um Touristen auf die Insel zu holen. Hier haben der Maler Paul Gauguin und der Sänger Jacques Brel ihre letzten Lebensjahre verbracht. Die raue Schönheit der Natur, die wilden Tänze der Einheimischen, Musik und die seit Jahrhunderten überlieferten Traditionen werden hier wie sonst nirgendwo in Polynesien hochgehalten. Eröffnet wird das Festival durch den Präsidenten Französisch-Polynesiens und den Organisator des Festivals auf Französisch und in der Landessprache. Aber im Gegensatz zu Tahiti oder Bora Bora brauchte schon besondere Anstrengungen, um Besucher auf die entlegenen Eilande zu holen. Festival des Marquises est un Das Marquesas-Festival ist ein Beispiel für alle Polynesier, das an die Wurzeln ihrer Kultur erinnert, dass wir trotz der Globalisierung und der Aggressionen von außen stolz auf unsere Kultur sein dürfen und sie schützen müssen, dass wir sie leben und heute mit dem Rest der Welt teilen. Großer Bahnhof für ein Schiff, das auf seiner Jungfernfahrt zum ersten Mal in Hivaoa landet. Es ist die Aranui 5, das 4. Modell in der fast 60-jährigen Geschichte dieses ganz besonderen Schiffes. Jeder hier weiß, Erwachsene und Kinder, dass ohne die Aranui, die die abgelegenen Inseln mit Waren und Touristen versorgt, das Leben am Ende der Welt wesentlich härter und unbequemer wäre. Deshalb haben die Tänzer morgens um 6 kurzerhand die Mole zu ihrer Bühne gemacht, um dem Schiff ihre Referenz zu erweisen. Die Marquesas zählen nur 2000 Besucher pro Jahr, meist Kreuzfahrttouristen. Die Aranui ist eines von 2 Booten, das die Marquesas mit Lebensmitteln versorgt. Aber dieses Boot ist wirklich etwas Besonderes, weil es gleichzeitig auch Touristen mitnimmt. Wenn die Touristen hierher kommen, nehmen sie voll am Leben der Inselbewohner teil. Denn es bringt Versorgung, es bringt Leben, den Austausch mit außen. Das Schiff fährt in jedes Tal und die Besucher können den Alltag mit den Bewohnern der Marquesas teilen. Also hat die Aranui auch eine Bedeutung für die Bewahrung der Kultur der Marquesas. Warmherzig wird die chinesischstämmige Schiffseignerfamilie Wong empfangen, die seit 3 Generationen in Tahiti ansässig ist. Auf sie geht das Konzept zurück, das Schiff zur Hälfte mit Touristen und zur Hälfte mit Fracht zu füllen. Ganze Boote, Lebensmittel, fast alles nimmt den langen Weg von der Hauptinsel Tahiti auf dem Schiff hierher. Die Marquesas selber leben von dem, was die Natur zu Lande und Wasser hervorbringt. Vor allem Ziegen werden wegen ihres zarten Fleisches als Spezialität in die Luxushotels auf andere Inseln Französisch-Polynesiens, zum Beispiel nach Bora Bora, exportiert. Eine besonders wichtige wirtschaftliche Rolle spielt die Kokosnuss. Einerseits wird sie als ganze Frucht verkauft, andererseits dienen ihre Fasern als Füllmaterial für Matratzen. Und Copra,
Das während 24 Stunden getrocknete Fruchtfleisch der Kokosnuss wird zur Ölgewinnung benutzt. Abends macht sich die Aranui wieder auf den Heimweg. Mehrere Tage dauert diese Fahrt über Bora Bora zurück in die Hauptstadt Tahitis, Papeete. Erstreckt sich doch Französisch-Polynesien auf einer Fläche so groß wie ganz Europa. Dreh- und Angelkreuz für die herausfordernde Versorgung der 118 Inseln und Atolle sind der Hafen und der Flughafen von Papeete. Ananas von einer Nachbarinsel, aber auch alle Importe, besonders aus Frankreich, kommen über den größten Hafen ins Land oder erreichen per Flugfracht den einzigen internationalen Flughafen Französisch-Polynesiens. Das französische Überseegebiet hat eine eigene Währung, den polynesischen Franc. Seit 2004 genießt Polynesien weitgehende Autonomierechte. Für innere Sicherheit, Justiz und Verteidigung ist aber nach wie vor Frankreich zuständig. »193 Atombombenversuche zwischen 1966 und 1996 auf dem Mururoa und Fangataufa-Atoll sind bis heute eine Belastung im Verhältnis zwischen Frankreich und Polynesien. Ein Denkmal in Papeete erinnert an dieses dunkle Kapitel in der Geschichte beider Länder. So ist bis heute die Krebsrate in Polynesien die höchste in der ganzen Südsee.« Vor den 60er Jahren lebten die Menschen auf der Mehrzahl der Inseln von der Fischerei und von dem, was sie anpflanzten. Wegen der Nuklearversuche in Polynesien wurde ein Flughafen gebaut, wurde in die Infrastruktur investiert, um all die Arbeiter aufzunehmen, die wegen der Versuche hierher kamen. Das hat das Leben der Menschen stark verändert. Von einem Leben mit Fischen und dem Essen, das sie anpflanzten, hin zu einem Leben, in dem sie arbeiten und Geld verdienen und bezahlen mussten, was vorher nicht der Fall war. Die Nuklearversuche haben das Land nicht nur infrastrukturell, sondern auch politisch stark verändert. Französisch-Polynesien hat jetzt eine größere Autonomie mit einer eigenen Regierung, einem Präsidenten, mit Ministern, die in ihren Domänen selbst entscheiden können. Wir haben unsere Landesfahne, unsere Hymne. All das ist die Folge von 1996, dem Ende der Atomversuche in Polynesien. Das Land lebt jetzt durch sich selbst, mit seinen eigenen Steuern. Heute sind wir quasi autonom, auch wenn Frankreich uns weiter mit Subventionen und Beteiligungen in spezifischen Belangen unterstützt. Ja. 20 Flugminuten nördlich von Tahiti liegt Tetiaroa, ein ganz spezielles Atoll. Und nur mit einer sechssitzigen Propellermaschine zu erreichen. Hier ist vor zwei Jahren eine der luxuriösesten Hotelanlagen weltweit gebaut worden. Auf dem kleinen Atoll gibt es nur das Hotel. Abgeschiedenheit für die Prominenz, insbesondere aus Hollywood, die hier keine Paparazzi fürchten muss. Hoteldirektor Silvio Bion verdankt diesem einmaligen Arbeitsplatz eine Hollywood-Größe, nach der auch das Hotel benannt ist. Marlon Brando, dem die Insel bis zu seinem Tod 2004 gehörte. Marlon Brando wollte dieses Atoll unbedingt schützen. Er fand es wunderschön, ein Meisterwerk der Natur. Brando wollte sichergehen, dass dieses Atoll auch nach seinem Tod geschützt wird. Dort ein Hotel zu bauen bedeutete, auf dem Atoll präsent zu sein und mit dieser Präsenz einen gewissen Schutz zu gewährleisten und gleichzeitig über die Mittel zu verfügen, um Lösungen zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt zu finden und um Studien und Recherchen zu ermöglichen, welche sich auf andere Gebiete übertragen lassen. Und vor allem sollten auch nachhaltige Projekte, die keine Auswirkungen auf die Natur haben, ermöglicht werden.
All das waren seine Ideen. Zum Beispiel das SWAC, das Seewasser Air Condition System, das uns erlaubt, aus mehr als 1000 Metern Tiefe kaltes Meerwasser heraufzupumpen, um mit dieser Kälte das Trinkwasser zu kühlen. Wasser, das anschließend zur Kühlung der Räume verwendet wird. Natürlich verwenden wir auch Sonnenenergie. Wir haben etwa 5000 Sonnenkollektoren entlang der Landebahn des Hotels, die es uns ermöglichen, Sonnenenergie herzustellen. "35 Strandvillen in verschiedenen Größen mit Gärten aus weißem Sand bietet das Brando seinen Gästen. Pro Person muss mit mindestens 2000 Euro pro Nacht gerechnet werden. Dafür ist alles inklusive. Polynesische Kultur und Lifestyle will das Hotel mit nachhaltigen landestypischen Materialien vermitteln. The Brando beherbergt auch die Tetiaroa Society, eine Stiftung für wissenschaftliche Forschung im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Neben der Forschungsarbeit nehmen sich die Mitarbeitenden der Stiftung Zeit für die Touristen, um ihnen die faszinierende Tier- und Pflanzenwelt der Lagune näher zu bringen. Und um die Entstehungsgeschichte eines Atolls zu erklären. Dies war ein Vulkan, welcher mit der Zeit im Meer versank. Hier an der tiefsten Stelle war der Krater etwa 30 Meter tief. Mit der Zeit hat sich um die Insel ein Riff gebildet. Heute, nachdem das gesamte vulkanische Gestein versunken ist, sieht man nur noch den Kranz aus Korallen, auf dem sich kleine Inseln gebildet haben. Sie bestehen aus Korallensubstanzen und Sand, der wiederum aus Korallenstaub und Exkrementen der Papageienfische, die an den Korallenknabbern entstanden ist. Auf diesen Inselchen sind Pflanzen gewachsen, welche den Sand zusammenhalten. Und so vergrößern sich die Inseln, oder Motu, wie wir sie nennen. Fernab von jeder Zivilisation und ohne Industrie sind die einsamen Strände und das Meer, unberührt von Menschenhand, ein Paradies für zahlreiche Vögel, wie den Rotfußtölpel, Fregattvögel und viele andere, teils vom Aussterben bedrohte Vogelarten. Für sie alle ist der Tisch reich gedeckt. So gibt es hier den Palmendieb oder die Kokosnusskrabbe, die größte Landkrabbe der Welt, die fähig ist, eine Kokosnuss zu öffnen. Oder Einsiedlerkrebse in Hülle und Fülle. Und Tetiaroa ist die Heimat der grünen Meeresschildkröte. Sie wird ganz besonders gehegt von der Tetiaroa Society. Hier stehen die Zeiten. Wir wissen, wann sie in etwa schlüpfen. So können wir auch Statistiken erstellen und kontrollieren, wie viele Junge es gab. Manchmal befinden sich auch einige unter den Schalenresten der anderen und wir können sie retten. Es gibt immer wieder Junge, die zu schwach sind, um selber herauszukommen. Wir wissen aber, dass nur eines von 1000 Tieren das Erwachsenenalter erreicht. Von Tetiaroa geht die Reise weiter nach Bora Bora, auf die bekannteste und spektakulärste Insel Französisch-Polynesiens. Nach dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor 1941 wurde Bora Bora zur wichtigsten Versorgungsbasis der USA im Pazifik. Die Anlage des Flughafens stammt aus dieser Zeit. Zwischen dem Gepäck der Touristen befindet sich eine ganz besondere Lieferung, die fieberhaft erwartet wird und deren Weitertransport keine Verzögerung erlaubt. Melanie Sant, Meeresbiologin aus Frankreich, sorgt sich um eine verletzte Meeresschildkröte, die von Fischern auf einer Nachbarinsel gefunden und umgehend nach Bora Bora geschickt wurde. Vom Flughafen geht es mit dem Boot direkt ins Behandlungszentrum. Schildkröten sind die heiligen Tiere Französisch-Polynesiens und kein Aufwand wird gescheut, um sie zu schützen. Noch am gleichen Abend wird das verletzte Tier einer ersten Untersuchung unterzogen
und eine Kopfwunde, die von einem Hai oder einer Schiffsschraube stammt, wird behandelt und desinfiziert. Zur Beobachtung und Rehabilitation bleibt die Schildkröte für die nächsten Tage hier. Wir haben zwei Schildkröten bekommen, die in Fischernetze geraten sind. Wir mussten ihnen eine Schwimmflosse amputieren. Wir warten nun, bis sie gelernt haben, mit einer Flosse zu schwimmen und an Gewicht gewonnen haben. Denn um sich zu befreien, haben sie Teile des Netzes gefressen, was ihnen das Verdauungssystem blockiert hat. Und dann haben wir auch Tiere, die Plastikteile, die im Ozean schwimmen, gefressen haben. Die Verschmutzung durch Plastik ist ein großes Problem für Meeresschildkröten. Wir haben die Plastikteile aus ihrem Verdauungstrakt entfernt. Und nun müssen sie zunehmen, da sie viel Gewicht verloren haben. Auch Meeresschildkröten mit neurologischen Problemen gelangen zu uns. Wir denken, dass ein Parasit, der vor allem diese Tiere befällt, die Ursache dafür ist. Hier warten wir auf das Ergebnis der Bluttests, um sicher zu sein, dass es sich um den betreffenden Parasiten handelt. Das Schildkrötenlazarett ist einem Luxushotel angeschlossen. Die Hotelgäste dürfen einmal täglich die Tiere aus nächster Nähe bestaunen und die kranken Tiere mit kleinen Tintenfischen füttern. 30 bis 40 Schildkröten, die bis zu 50 Jahre alt werden können, werden so im Jahr wieder aufgepäppelt. Viele der Besucher spenden anschließend für das Schildkrötenzentrum, das sich so finanziert. Bis vor 160 Jahren war die Meeresschildkröte für die Polynesier ein heiliges Tier und wurde in ihrer Kultur als göttlich verehrt. Nur dem König von Polynesien stand das Recht zu, Meeresschildkröten zu essen. Dann, vor 160 Jahren, erklärte der damalige König, dass ab sofort jeder Meeresschildkröten essen durfte. Die Leute sagten sich, das ist ein heiliges, ein wichtiges Tier. Wenn ich es also essen darf, dann werde ich vielleicht auch ein wenig, naja, göttlich. Und so aßen plötzlich alle Meeresschildkröten. Heute ist der Verzehr der grünen Meeresschildkröten oder, wie sie auch genannt wird, der Suppenschildkröte in Polynesien streng verboten. So sind die Tiere, wenn sie von den Pflegern zur Vorbereitung auf den Pazifik zunächst in den hoteleigenen Meerwasserbereich entlassen werden, zumindest vor der Gefahr durch Menschenhand einigermaßen sicher. Bora Bora ist eine klassische Atollinsel mit einem Zentralberg sowie einem Korallensaum mit zahlreichen aufliegenden Motus. Auf ihnen befinden sich die Hotelanlagen, deren Bungalows auf Stelzen ins Meer gebaut sind. Es ist eine der exklusivsten und teuersten Feriendestinationen weltweit. Der Durchschnittspreis einer Hotelübernachtung liegt bei 800 Euro. In Waitape, dem beschaulichen Hauptort Bora Boras, werden die berühmten schwarzen Perlen verkauft. Das wichtigste Exportgut Polynesiens. Alle hier leben vom Tourismus. Auch Marama Olsen, der mit Tattoos sein Geld verdient. "85% meiner Kunden sind Touristen. Der Rest sind Polynesier, Einheimische." Tätowierungen sind eine uralte Kunst in Polynesien. Fast jeder Einheimische trägt irgendwo eine Körperverzierung. So haben sich denn zwei Wörter aus dem Polynesischen weltweit sprachlich festgesetzt. Tabu und eben Tattoo. Das Wort Tatau bezeichnet die Tätigkeit des Zeichnens in die Haut. Der Ursprung des Wortes Tätowierung leitet sich direkt von dem tahitianischen Tatau ab. Der Wortstamm A bedeutet Zeichnen. Und das Wort als Ganzes bedeutet eine Zeichnung in die Haut. Seit Jahren tätowiert Marama Olsen immer wieder seinen Freund Warren. Was auf Warrens Körper gezeichnet ist, erzählt viel über seinen Charakter, seine Herkunft und seinen Glauben. Oh.
Für mich ist die Symbolik wichtig. Das ist das Essentielle. Das Tattoo als Teil der eigenen Identität. Das Tattoo zeigt mir, wer ich bin und woher ich komme. Marama Olsen ist der vielleicht bekannteste Tattoo-Künstler Polynesiens. Seine Kundschaft kommt aus der ganzen Welt. Hier ist die Gottheit der Familie gezeichnet. Und hier das Symbol des Mutes. Vor 3 Jahren ist der Schweizer Unternehmer Adrian Bracci mit seiner Familie nach Bora Bora ausgewandert. Die Lagune ist für ihn wie ein Vorgarten, in dem er mit einem seiner beiden Boote kreuzt, Fische fängt und den Touristen beim Hai- und Rochentauchen zusieht. Polynesien gilt als das sauberste Gewässer überhaupt. Also das ist, weil wir halt die Distanz bis zur nächsten Zivilisation ist so groß. Und die Verschmutzung hier auf den Inseln ist verschwindend klein. Und dank der Infrastruktur, die wir heute haben, gelangt kaum Abfall ins Meer. Zurzeit sehen wir hinter uns die Blacktip-Schwarzspitzen-Riffhaie. Sehr bekannt für Bora Bora. Es hat teilweise Zitronenhaie, es hat Stachelrochen, es hat Adlerrochen. Es hat Schildkröten, das sind so ein bisschen die heimischen Tiere hier in der Lagune. Das Haus von Adrian Bracci liegt auf einem Motu mit Blick auf die Lagune. Hier lebt er zusammen mit seiner Frau Fabienne und der 5-jährigen Tochter. Es genügt ein kurzer Spaziergang durch ihren Garten und schon öffnet sich der Blick auf den offenen Ozean, den Pazifik. Die Walfische aus dem eigenen Garten zu sehen, ist ein sehr bewegendes Erlebnis. Wir hatten dieses Jahr einen Wal, der komplett aus der Luft gesprungen ist. Direkt hier, keine 50 Meter von der dunklen Wasserlinie entfernt. Und der Pazifik hat für die Bracis noch mehr zu bieten. Wenn das Meer sehr ruhig ist, pumpe ich Wasser direkt in mein Becken. Ich brauche dann nur den Wind und die Sonne und das Wasser verdunstet. Und übrig bleibt dieses Salz. Wie man sieht, sind das zum Teil wunderschöne Kristalle. Wahnsinnig schön, was die Natur herstellt. Ja, ich habe das eingeschickt in ein Labor in Frankreich. Ein exzellentes Resultat bekommen. Also es hat sehr viele Minerale. Und das Salz ist sehr, sehr sauber, sehr rein, weil halt keine Zivilisation hier ist. Ich verkaufe es jetzt vor allem in den lokalen Touristenshops. Mit einem Löffel aus Perlmutt, mit einer Broschüre. Und das wird dann so verkauft. Die Nachfrage nach dem Salz ist groß. Bald schon will sie es weltweit exportieren. Beim Mittagessen gibt es französischen Wein. Und natürlich Fisch. Hier Thunfisch im Sesammantel. Die französischen Einflüsse sind immer präsent. Zum Beispiel der warme Ziegenkäse. Kein Wunder, dass die Bracis bei dieser Aussicht die Insel nicht mehr verlassen möchten. Die Kombination von einer funktionierenden Infrastruktur, einer medizinischen Versorgung, einem Schulsystem, das funktioniert, einer Sprache, die wir sprechen, Französisch. Alljährlich gutem Wetter und einer so netten Kultur. Keine Wirbelstürme, keine Tsunamis. Keine Kriminalität. Keine Kriminalität. Ich glaube, diese Kombination ist schon sehr, sehr selten. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise. Au marquise. Jacques Brel hat seinen Sehnsuchtsort besungen, an dem er bis zu seinem Tod gelebt hat. Gauguin hat ihn gezeichnet. Beide Künstler liegen auf Hiva Oa begraben, Seite an Seite. Das sind Gegenstände, die Besucher für Gauguin hingelegt haben. Wir lassen sie hier, aber stellen sie etwas abseits, denn sie sind nicht wirklich Teil der Grabstätte des Künstlers. Ich stelle sie hier zur Seite. Sie werden mir das nicht übel nehmen. Es geschieht nicht aus mangelndem Respekt ihnen gegenüber.
Wir haben ihm eine Kopie seiner Skulptur Oviri hingestellt. Sie ist aus Bronze. Sie stellt das Wilde, die wilde Natur dar. Gauguin sah sich selber als Wilden. Diese Statue verkaufte er nie. Er behielt sie für sich. Hier befinden wir uns am ehemaligen Wohnort von Gauguin. Dieses Grundstück hatte er der katholischen Mission abgekauft, nach einigen Tagen guter Beziehungen. Der Marchese Tioca baute sein Haus mit einheimischem Material. Das Dach bestand aus Kokospalmblättern und Bambus, die Säulen aus Brotbaumholz. Um die Eingangstür platzierte er Tafeln mit den etwas provozierenden Inschriften Haus des Genusses oder auch des Orgasmus, was nicht wirklich zur Freude der hiesigen Kirche beitrug, und die ebenfalls provokanten Sätze Seid mysteriös, seid verliebt, seid glücklich. Laut seinen Freunden hatte Gauguin die Angewohnheit, immer eine Flasche Wein im Wasser des Brunnenschachtes kühl zu stellen. Als man den Brunnenschacht nach langer Zeit wiederentdeckte, fand man darin unter anderem Porzellanstücke, kleine Morphiumkapseln und Zähne. So konnte man sich ein besseres Bild vom Leben Gauguins machen. Ende des 19. Jahrhunderts ließ sich Gauguin in Polynesien nieder und wohnte zuerst auf Tahiti. Diese Bilder hat er dort gemalt. Man muss bedenken, dass er zu Beginn ein sozusagen offizieller Maler war. Er war mit einem Marineschiff angekommen und versuchte, sich eine Kundschaft aufzubauen. Er malte dieses erste Porträt für die Familie Bambridge, die auch heute noch eine der bedeutendsten Familien auf Tahiti ist. Dieses Bild gefiel der Familie leider überhaupt nicht. Und so kam es, dass er kein erfolgreicher Porträtist auf Tahiti wurde. Alle Bilder im Gauguin-Museum sind Kopien. Drei Maler wurden mit der Arbeit beauftragt, das Gesamtwerk Gauguins nachzumalen. Dieses Bild hat den Namen Woher kommen wir, wer sind wir, wohin gehen wir? Für uns Polynesier ist dies von großer Bedeutung. Für Gauguin war es eine Art Testament. Er war sehr krank, müde und wünschte sich das Lebensende herbei. Also malte er dieses Bild. Hier ist das Kleinkind, dann läuft das Leben ab und am Ende sieht man auf der anderen Seite den Greis, dem Tod nahe. Und hier sieht man die Leitfiguren, die unser Leben begleiten und uns diese Frage stellen, wohin gehen wir? An einer abgelegenen Kultstätte auf Hivaoa neigt sich das Festival der Marquesas dem Ende entgegen. Noch einmal wird besungen, was Geschichte, Glaube und Schönheit der Marquesas ausmacht. Gerade für die jungen Frauen ist die Verbundenheit mit ihren Wurzeln besonders wichtig, denn die meisten von ihnen verlassen das abgelegene Inselreich, wenn sie volljährig sind, um auf Tahiti oder im Ausland ihr Glück zu suchen. Die Marquesas waren im 19. Jahrhundert schon einmal vom Aussterben bedroht. Eingeschleppte Epidemien rafften einen Großteil der Bevölkerung hinweg. Es ist zu hoffen, dass diese an Natur und Tradition so reich gesegneten Inseln möglichst viel von ihrer Kultur und Eigenart bewahren können. Sie sahen Sehnsuchtsort Südsee. Tahiti und seine Inseln. Sie können diese Sendung als DVD in unserem Online-Shop bestellen oder herunterladen.